Ja, liebe Leute, herzlich willkommen, seid gegrüßt zum neuen Urlaubsvideo hier auf meinem Kanal. Erstmal natürlich vielen Dank fürs Reinschalten und natürlich heißt es auch klar, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da. Vielen Dank für den Support. Generell wollte ich natürlich nochmal Danke sagen für eure Unterstützung, für die ganze Community sozusagen, denn wir wissen natürlich genau, ohne euch wäre das alles in der Art und Weise nicht machbar gewesen. Vielen herzlichen Dank für euren Support. Ja, dementsprechend, ich entschuldige mich schon mal vorab. Das Video ist ein bisschen länger geworden, so an die 30 Minuten das Ganze. Haben ja natürlich möglichst viel von unserem Urlaub sozusagen zusammengeschnitten und wollen euch gerne ein bisschen teilhaben lassen. Und ja, hier standen wir auf gepackten Koffern. Generell ist natürlich das Video auch für andere interessant, die vielleicht mal Zypern besuchen wollen, die das Hotel besuchen möchten, was wir besucht haben. Denn dazu gibt es ein paar Informationen logischerweise hier im Video. Die Zeitsprungmarken, falls euch nicht alles interessiert, seht ihr auch unten in der Videobeschreibung. Falls ihr nur gucken wollt, wie ist das Hotel gewesen. Es gibt eine kleine Roomtour. Es wird ein paar Aufnahmen aus der Luft geben, denn ich hatte die Drohne ja mit. Ein paar Unterwasseraufnahmen. Ja, die Touren, die wir so gemacht haben. Und das Ganze werde ich versuchen, so ein bisschen dann zu kommentieren. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze jetzt hier so losgeht. Zeittechnisch, ja, war das natürlich wirklich sportlich. Das Ganze ging los von Freitag auf Samstag, letztes Wochenende. Und zwar, wie ihr seht, Samstag, 10. Juni, 1.30 Uhr. Ja, mitten in der Nacht ging das Ganze los. Koffer waren gepackt, Kulturtaschen jetzt drin. Rest musste noch verstaut werden. Ein bisschen kräftig und dann zack, gehen die Koffer auch zu. Und wir haben alles mitgekriegt. Aber Koffer geht zu, das ist schon mal gut. Das haben wir schon mal gut. Kofferwaage zu Hause, um einigermaßen nachzuwiegen, ob wir hinkamen. Wir hatten aber, wir sind ja mittlerweile auch, wenn mit 3 und 6 Jahren unsere Kinder noch ziemlich klein sind, zählen sie als volle Person. Wir hätten 4 Koffer mitnehmen können. Wir haben uns aber auf 2 große dann beschränkt mit jeweils um bei 20 Kilo hat gereicht. Ja, das Ganze mitten in der Nacht eben im Auto verstaut. Und unser Ziel war, um 2 Uhr ungefähr loszufahren Richtung Hamburg Flughafen, denn von da sollte es losgehen. Und ja, ihr wisst, so circa 1,5 Stunden müssen wir auch fahren. Nacht ist natürlich nicht. 4 Uhr nachts, Hamburger Flughafen, noch schön leer. Ja, habt ihr mich doppelt gesehen. Ja, das war der Flughafen, hat alles gut funktioniert. Diesmal keine Probleme beim Einchecken und so weiter und so fort. Lag aber vielleicht auch so ein bisschen daran, dass es das erste Mal war, dass wir, oder seit langem das erste Mal war, dass wir kein Sperrgepäck mit hatten. Sonst hatten wir immer noch einen Kinderwagen mit. Das brauchten wir diesmal natürlich nicht. Denn ja, mit 3 kann unsere Tochter mittlerweile auch natürlich selber einiges an Strecke überwinden und schaffen. Und von daher haben wir gesagt, komm, ne, einen Buggy haben wir nicht mehr. Und dann brauchten wir kein Sperrgepäck abgeben. Umso besser ging das, umso besser ging der Check-in, die Kofferabgabe, alles. Kein Problem, Flug auch gut funktioniert. Waren pünktlich sozusagen da. Und das Schöne ist, wenn man morgens um 6 schon losfliegt, hat man natürlich auch die, ja, ist das Schöne dementsprechend, dass man auch was vom ersten Tag noch hat. Und ja, Shelly hat hier ein bisschen was aufgenommen, wie wir gelandet sind. Ich saß auf der anderen Seite. Wir haben ja so 4 Plätze, die wir brauchen. 3 auf einer Seite, 1 auf der anderen Seite. Aber ja, hat insgesamt alles gut funktioniert. Hier der Landeanflug auf die Insel Zypern. Oder wir dann, ja. Kommen wir schon zum Hotel. Louis Altena Beach Hotel. Hier seht ihr ein bisschen was von der Gartenlandschaft, von dem Innenbereich. Keine, ja, übermäßig großes Hotel. Es ist ein Apartment-Hotel. Viele Familien, viele... kurze Pause machen, ja. So, viele ältere Ehepaare auf jeden Fall. Wenig Deutsche. Also ich glaube, weiß nicht genau, kann man nicht genau abzählen, aber ich würde schätzen, um bei... Ja, weiß.
dass wir und vielleicht noch 5 weitere Pärchen so ungefähr, wenn überhaupt Deutsch waren, die meisten, aber Nordeuropäer, also Skandinavien viel vertreten, Dänemark, Finnland, Schweden, teilweise auch Tschechische Republik haben wir mitgekriegt, Polen. Aber insgesamt ein gutes Publikum, keine wilden Trinkgelager. Wenn man natürlich Partyurlaub machen möchte auf Zypern, hat man da auch die Möglichkeit. Das sollte man dann wohl aber eher in Agia Napa machen oder Aya Napa machen. Da ist wohl so ein bisschen der Party-Hotspot. Viele, viele Diskotheken und Cafés, Bars und so weiter und so fort. Aber jo, das ist ja nicht unser Ziel gewesen. Wir wollten Familienurlaub machen und dafür haben wir das Hotel auch ausgesucht. Chelly hat es diesmal komplett alleine eigentlich ausgesucht. Perfekt. Alles gut gewesen. Hier seht ihr so ein bisschen den Liegenbereich. Liegen waren genug vorhanden. Pools. Das Hotel verfügt über 3 Pools. Ja, hier einer, der wirklich eigentlich nur zum Schwimmen gedacht ist. Dann gibt es einen so ein bisschen Sport-Spaß-Pool. Da wird dann auch die Wasseranimation gemacht täglich. Sei es Wasserball, Wassergymnastik und so weiter. Ein kleiner Mini-Rutschen-Pool. Das ist tatsächlich Regenbogenrutsche. Für Kleinkinder reicht es vollkommen aus. Unsere Kinder waren begeistert. Immer wieder, wann können wir denn zur Regenbogenrutsche? Wir wollen noch zur Regenbogenrutsche. Ja, und hier seht ihr das Hotel aus der Luft. Ich hatte die Drohne ja mit und ein paar Mal auch im Einsatz. Im Verlauf des Videos auf jeden Fall noch dazu. Da gibt es dann noch ein paar mehr Eindrücke aus der Luft, weil das Wasser und so weiter, das seht ihr dann aber auch. Ne? Ich glaube, das ist die Hotelanlage wirklich von oben. Einmal so ein bisschen rumgeflogen, damit man das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen besser greifen kann, auch sehen kann, warum da Strandlage steht. Ja, da kommen wir dann auch im Verlauf gleich zu. Thema Strand bei dem Hotel ist ein bisschen überschaubar, wie gerade eben vielleicht schon gesehen. Aber ist nicht so schlimm, denn fußläufig in der Gegend sind weitere schöne Strände auch in kürzester Zeit zu erreichen. Also überhaupt gar kein Problem. Ja, das war der erste Wiederflug des Jahres ungefähr. Alles gut gegangen, war ich natürlich auch froh. Ja, hier seht ihr den Strandbereich, wobei man sagen muss, der Strand liegt zwar direkt hier am Hotel, ist aber nicht hoteleigen und diese paar Liegen, die da sind, die muss man zusätzlich mieten. 7,50 Euro oder so pro, also für Sonnenschirm mit 2 Liegen. Ist nicht ganz ohne, muss man sich überlegen, ob man nicht vielleicht einen Sonnenschirm oder so in den örtlichen kleinen Souvenirläden kauft. Jeder Laden verkauft auch Sonnenschirme für 14, 15 Euro. Und je nachdem, ja, wie lange und so weiter, lohnt sich das vielleicht. Ja, rundherum, wie gesagt, Richtung Süden, Richtung Norden, weitere kleine schöne Buchten. Das Wasser, wie man hier sieht, herrlich. Mit gut und gerne 23 Grad mal 24, je nachdem. In diesen Buchten ist es auch ruhig. Da wird es wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein Grad mehr gewesen sein als draußen vor. Und perfekt. Also auch für die Kinder zum bisschen für die Kleine zum Schwimmen üben und für den Sohn zum Schnorcheln. Alles gut funktioniert. Ja, das sind so Nachbarhotels. Da sieht man, die sind schon ein bisschen größer. Noch ein bisschen ungemütlicher. Animationsshow. Jeden Abend gab es Kinderanimation. Mini-Disco nennt sich das Ganze sehr, sehr schön. Oder dann eben danach auch immer eine kleine Event-Show. Und ja, was da so ungefähr zu sehen war. Seht ihr hier. Wenn man sich nicht rechtzeitig aus dem Staub gemacht hat, so ungefähr, ne, dann wurde man auch gerne mal mit auf die Bühne geholt, um zu zeigen und so weiter. Aber gucken wir uns lieber das richtige Programm an. Das war dann die Erwachsenenunterhaltung. Nach der Kinderdisco, wobei die Kinder haben immer noch mitgeguckt. Wir haben die Kinder nicht ins Bett geschickt oder nicht einer ist nicht gegangen. Wir sind eigentlich, haben uns immer alles noch zusammen angeguckt. Das Programm wechselte jeden Abend. Einmal gab es hier, wie man hier sieht, ein paar Damen, die getanzt haben zu unterschiedlichen Musikstücken. Dann gab es aber nicht nur Damen, die getanzt haben, sondern auch Männer mit einer Feuershow. Ja, das Ganze ist Feuer, was er da dran hat. Und auch so LED-Geschichten, die sie da durch die Gegend geschleudert haben. Auch wirklich schöne Show. Unser Sohn fand das auch sehr, sehr gut. Unsere Tochter, ja gut, die war zu der späten Zeit natürlich langsam ein bisschen drüber. Und ja, King of Pop is back. Die Leute, Michael Jackson in the house. Naja, ne? Auf jeden Fall auch eine ganz lustige Show. Natürlich zu den originalen Titeln von Michael Jackson. Die kann ich jetzt hier im Video nicht wiedergeben. Ne? Ihr wisst, Lizenz, Musik und so weiter. Aber von daher war eine schöne Show. Ich fand es spannend. Damals ja auch als kleiner Junge Michael Jackson Fan gewesen. Das ist jetzt ein bisschen komisch an, ne, das Thema, aber egal. So, gehen wir weiter. Das waren die hoteleigenen Animateure oder Animateur-Show, die natürlich auch immer dafür da waren, die Bevölkerung zu bespaßen oder zum Fußball zu überreden bei 30 Grad im Schatten. Ja, ne, ich muss, glaube ich, ein bisschen Fitness machen. Aber ihr seht, ne, Ball geklaut und ab in den Angriff. Aber kommen wir zur Roomtour. Ja, willkommen, und dann Leute. Und jetzt zur Roomtour. Und zwar hier von unserem Hotel, wo wir sie letzte Woche aufgehalten haben.
Mache ich ja tendenziell immer zum Ende des Urlaubs die Roomtour. Da kann man auch ein bisschen sagen, hat einem das Zimmer gefallen oder nicht. Doch, wir müssen ein bisschen Treppen steigen, aber das hielt sich in Grenzen. Ja. Waren die letzten 7 Tage in Zimmer 419. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich 419 Zimmer haben, glaube ich nicht. Das ist eher so die Gebäudebezeichnung. War ein kleines Apartment, kann man hier sagen. Seht ihr hier? Oder ich stelle mich erstmal hier. Mal klein. Überblick hat. Ja, ne? Essbereich, da saßen wir eigentlich nie zum Essen, die Kinder ab und an zum Malen. Vielleicht ein Küchenbereich. Kühlschrank, wo man Getränke drin waren. Ansonsten ganz praktisch, dass man das hier so mit drin hat. Ihr habt es teilweise vielleicht auch gesehen mit der Melone denn, oder mit der Zitrone, die wir gefunden haben. Das ist der Ausblick aus diesem Fenster. So, 4 Betten. Da lagen nicht, wie man jetzt vielleicht erwarten würde, die Kinder, sondern meistens eher, ja, Shelly und ich lagen hier. Gut. Wir sitzen wieder auf gepackten Koffern. Gleich geht es noch zum Frühstück. Und dann Abreise. Ja, zweites Zimmer, hier haben eher die Kinder geschlafen oder auch mal ein bisschen gepolstert das Bett, dass sie nicht rausfliegen. Wichtig wie immer, ne? Klimaanlage. Blick aus diesem Fenster. Bisschen hier in den Garten. Auch ganz schön eigentlich, schön gestaltet. Keine riesige Bettenburg. Natürlich sind hier auch eine ganze Reihe Urlauber, aber lange nicht so schlimm, als wenn man jetzt eben so ein 8-10-stöckiges Hochhaus hat. Und von daher. Ja, eine ganz schöne Bar hier, Luis Altena Beach Hotel. Beach ist natürlich okay, das gucken wir uns auf jeden Fall in den Drohnenaufnahmen nochmal an. Ich habe ein paar Drohnenflüge gemacht. So, und Badezimmer, ne? Kennt man. Ausreichend. Was ein bisschen komisch ist, dass man hier gar nichts in die Toilette reinwerfen soll. Aber okay, andere Länder, andere Sitten. So, Badewanne. Das kann man eigentlich sagen. War ungefähr die Rundtour, ne? Obwohl, ne, warte, Terrasse. Terrasse haben wir noch. Da saßen Shelly und ich den Abend immer noch, haben wir noch einen Drink genehmigt, nachdem die Kinder denn im Bett waren. Hier schön Blumen. Und da hinten, ja, mit seitlichem Meerblick kann man sagen, ne? Sieht jetzt noch nicht so richtig schön blau aus, aber das seht ihr in den Fotos oder in den anderen Aufnahmen. Das Meer hier hat schon echt eine schöne Farbe. Kann man nicht anders sagen, wenn die Sonne richtig scheint. Diese unterschiedlichen Blautöne im Meer, herrlich. Also, sehr schön, wir haben uns ein bisschen erholt. Shelly hat immer... So, hier hake ich noch mal kurz ein, denn das habe ich im Video vergessen. Ja, und zwar seht ihr vorne auf dem kleinen Tisch links so stehen, es gibt Steckdosenadapter. Das ist vielleicht für einige ganz wichtig zu wissen. In Zypern scheint es nicht dieses normale Steckdosenprinzip zu geben, sondern ich weiß gar nicht, wo dieses andere Prinzip herkommt, wie es auch genau heißt. Aber das sind diese, ich würde sagen, amerikanischen Steckdosen. Adapter, die kann man aber natürlich in den örtlichen, ja, Souvenirladen, die haben sich darauf eingestellt, da kann man massenweise von diesen Adaptern kaufen, denn zuerst waren wir natürlich mit unseren normalen Aufladegeräten und so wieder aufgeschmissen und mussten dann sehen, dass wir da eben diese Adapter kriegen, kosten, glaube ich, was weiß ich, knapp 3 Euro so im Laden nebenan, und dann kommt man aber zumindest die Steckdosen auch ganz normal nutzen, ansonsten wäre es ein bisschen blöd gewesen. Naja, weiter geht's. Shelly hat immer so schön gesagt, Quality Family Time. Wobei ihr euch vorstellen könnt, mit 6-Jährigen und einer 3-Jährigen zwischendurch auch nicht nur Quality Time, aber trotzdem Spaß, schöne Familienzeit gehabt. Und ja, ich mache mich jetzt mal auf den Weg. Ich muss erstmal checken, habe ich den Zimmerschlüssel auf Tasche. Nicht, dass ich jetzt loslaufe, die Tür zuziehe und dann müssen wir gleich noch zur Rezeption. Wir haben jetzt noch eine gute Stunde Zeit zum Frühstücken. Und auch zum restliche Sachen packen, Zähne putzen, fertig machen und gut. Ich nehme euch jetzt nochmal mit hier Richtung Frühstück. So ein bisschen Stück weit. Ich habe immer 2 unterschiedliche Wege. Einmal entweder da hinten durch den Tunnel durch oder hier vorne rum. Temperaturtechnisch hatten wir hier, ja, es ist eigentlich vergleichbar, na, nicht ganz mit Süddeutschland kann man es vielleicht vergleichen. Norddeutschland ist ja noch ein bisschen kühler, aber wir hatten hier so um und bei 30 Grad.
Nur das Wasser hat natürlich eine andere Temperatur als Nord- und Ostsee. Wir hatten hier so um und bei 23 Grad Wassertemperatur. Da konnte man sich gut drin aufhalten. Auch die Kinder konnten sich so länger noch auch drin aufhalten. Und das war dann eben auch ganz, ganz schön zum Schnorcheln. Ja, ne? Gibt schönere Schnorchelregionen, aber das ist klar. Trotzdem kann man noch ein paar Fische sehen, eine tote Krake und so weiter und so fort. Und mein Sohn hat auch wieder ein bisschen, vielleicht fast darüber gestolpert. Mein Sohn hat auch noch ein bisschen geschnorchelt. So, hier geht's weiter. Macht alles einen guten Eindruck, sauber. Die Hotelanlage auf jeden Fall. Und ja, ein paar Tage hatten wir Mietwagen. Das alles seht ihr im weiteren Verlauf des Videos. Und von daher wisst ihr wie immer, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da. Vielen Dank. Dann braucht ihr den Kindern eigentlich nur sagen, ihr dürft kurz Fernsehen gucken vorm Essen. Und schon waren sie aus dem Zimmer verschwunden und rannten förmlich bis in diese Ecke. Na, hier vorne kommen wir zum Saftbereich, Kaffeemaschine. Da sind auch die ersten Leute, da muss man ein bisschen gucken, ne? Will man ja nicht so viel mit aufnehmen. Saft, Kaffeemaschine. Eine Bar für Getränke. Den Draußenbereich. Und ja, der Essbereich. Jetzt am Morgen, weil wir sehr früh dran sind, noch recht leer. Familien sieht man zu dieser Zeit nur noch keine, sondern eher nur ältere Herren und Damen. Ja, nun komme ich mal wieder dazu. Wie ihr seht, also die Auswahl auf jeden Fall vom Buffet war reichhaltig, war vollkommen genug. Kinder haben was gefunden, wir haben was gefunden, Frühstück, wir hatten all inclusive, wir hätten Frühstück, Mittag und Abendessen nehmen können, aber das wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu viel gewesen, also haben wir meistens uns auf Frühstück und Abendbrot beschränkt. Nachmittags gab es ja meistens irgendwo on Tour ein Eis oder so und von daher, das passte dann schon. Ja, Auswahl auf jeden Fall genug. Frühstücksteller sah dann häufig so aus, auch bei den Kindern dementsprechend natürlich Pfannkuchen morgens dabei, ein bisschen Joghurt mit Obst und alles frisch, lecker, alles gut. Nachtischbuffet natürlich auch immer in ausreichender Menge vorhanden, wurde immer nachgefüllt und keine übermäßig großen Mengen, wie ihr da seht, sondern häufig, es wurde eher häufig nachgefüllt, anstatt da, ich sag mal, tonnenweise Essen hinzustellen. Ganz schön, ne, dass es nicht zu große Massen sind, sondern dann häufig frisch nachgefüllt wird. Und auf dem Teller sah das dann manchmal eben so aus. Aber lecker und abwechslungsreich. Und auch gesund, wenn man möchte. Ja, so viel zum Thema Buffet. Jetzt geht es ein bisschen weiter an ans Wasser. Ne? Das Wasser, die Strände, herrlich. Ihr seht es hier so ein bisschen im Hintergrund, kristallklares Wasser. Lädt natürlich zum Schwimmen, zum Schnorcheln ein. Oder einfach um, ne, im Zweifel da ein bisschen die Gegend zu erkunden. Denn wir sind viel auch gelaufen, viel unterwegs gewesen. Haben uns ein bisschen was angeguckt. Wir lagen tatsächlich nicht einen Tag nur am Pool im Hotel rum. Sondern waren immer irgendwie auf Achse unterwegs und haben ein paar Sachen erkundet. Wir waren aber im Endeffekt auch ganz froh, dass wir nicht auf diesen überlaufenden Stränden waren, wie man es hier teilweise eben auch sieht, was dann nicht mehr ganz so schön ist. Ja, ich sitze ein bisschen im Weg, deswegen steht jetzt hier hinter mir gleich, sehe ich nämlich auch, müsste ich mich eigentlich verschieben, aber das lasse ich jetzt einfach so, ich sage es euch hier vorne. Ne? Das sind so ein paar kleine Orte, die man einfach zum Beispiel auf Google Maps sich anguckt, dann steuert man das an, also mit dem Navi, mit dem Auto und ja, kann sich so das ein oder andere eben anschauen. Bridge of Lovers, genau, so soll das Ganze heißen. Ja, auch auf jeden Fall schöne Region, ein paar Strände, wir haben nachher, ja, wie gesagt, an jedem Strand ist da was los, aber wir haben dann eher gesagt, komm, ne, wir gehen hier hin und nicht da, wo viel zu viele Leute sind, weil das ist dann auch nicht so schön, auch für die Kinder nicht, man sieht sie dann auch schnell nicht mehr und ja. Man kann sich einfach treiben lassen im Wasser, aber wenn man da dann keine Lust mehr hatte sozusagen, ne, dann ja, haben wir ein bisschen was erkundet. Und aus dem Wasser geht es dann jetzt in die Luft, denn wie gesagt, ich hatte die Drohne ja mit und lasse euch jetzt alleine mit ein paar Eindrücken aus der Luft. Aber natürlich mit der Information, welchen Strand wir denn da gerade so besucht haben. Viel Spaß dabei.
Da kommen wir wieder dazu. Und zwar an diesem Strand haben wir uns häufig aufgehalten. Aber wir haben uns nicht nur sozusagen am Strand aufgehalten, sondern auch im Wasser. Hier so ein bisschen zu sehen, wirklich schön kristallklares Wasser. Ich war ein bisschen schnorcheln, mein Sohn war ein bisschen schnorcheln und natürlich waren wir auch so ein bisschen schwimmen im Wasser. Ließ sich gut aushalten. Und ja, was man so ein bisschen sehen konnte, seht ihr jetzt gleich im weiteren Verlauf. Noch eine kurze Info. Habe ja, tatsächlich auch Glück gehabt, dass einer war bei der Schnorcheltour und einen 10-Euro-Schein gefunden. Hat man auch nicht so häufig. Am Rumschnorcheln und hinterm Stein denn da gesehen. Ach, was ist das denn? Gut, musste ein bisschen tiefer tauchen, aber hab 10 Euro rausgefischt. War natürlich auch ganz cool. Ja, dann viel Spaß noch bei den kleinen ja, Unterwasseraufnahmen hier. So viel zum Thema Unterwasser. Wir waren viel wandern, wir haben uns einige Regionen angeguckt, teilweise einfach los spaziert, Handy genommen und geguckt, aber wo wollen wir ungefähr hin, laufen wir da mal hinten hoch und dann waren wir auf einmal ganz in einer anderen, gefühlten anderen Welt. Einfach nur so ein kleiner Weg rundherum, überall Büsche und Blumen, wie man so schön sehen kann. Und ganz interessante Landwirtschaft ist da natürlich auch. Viele Felder sind geerntet, also im Getreidebereich sind sie dann natürlich unserer Zeit deutlich voraus, aber es gibt viele, viele Wassermelonenfelder, habe ich so in echt, also bisher auch noch nicht gesehen, war jetzt das erste Mal und da sind schon dicke Melonen dabei, ne? Ich habe mir das eine Mal die Melone da mal angeguckt und das war schon ein stattliches Ding, keine Ahnung, was es genau wiegt, aber viel und davon ist das ganze Feld voll. Aber wie ihr seht, hat Shelly eine Melone am Rand gefunden und die haben uns gegönnt. So, Stunde der Wahrheit. Die Melone hat Shelly am Feldesrand gefunden. Und jetzt wollen wir natürlich auch gucken, ob man die gebrauchen kann. Also schneiden wir das gute Stück mal auf. Spannung steigt. Ist da Melone oder? Nein. Da. Ja, wirklich lecker das ganze Ding. Man hätte sie vielleicht ein, zwei Tage vorher schon sammeln sollen, so nach dem Motto. War vielleicht schon minimal zu weich, aber auf jeden Fall selbst Wassermelone vom Feld gefunden und verarbeitet. Ja, haben wir auch ein neues Erlebnis gehabt. Echt spannend. So, von der Melone ab zum Wasser, genau, ab zum hier Mietwagen. Wir haben einen Mietwagen gehabt für 3 Tage, haben das Ganze vor Ort gebucht. Und das Spannende natürlich, in Zypern herrscht Linksverkehr. Ja, wenn wir so aufgeteilt, Shelly macht Fahrer, ich Navigator. Und das Ganze seht ihr jetzt gleich nochmal hier. So, da wollen wir ein schönes Video hier aufnehmen, wie Michelle jetzt hier im Mietwagen fährt. Und zwar hier in Zypern ist ja die Besonderheit Linksverkehr. Mal schauen, ne? Shelly, was sagst du? Aufgeregt? Nein. Nein. Bin gespannt. So. Denkst du nicht? Das ist der Scheibenwischer. Beifahrer auf dieser Seite zu sitzen, man will die ganze Zeit lenken, das ist ein bisschen merkwürdig. Komisches Feeling auf jeden Fall. Achtung, wo der ist. Das ist falsch. Ja. Wir fahren jetzt erstmal zum Hotel, wollen unsere Sachen packen oder wollen wir heute in einen Wasserpark fahren und dementsprechend haben wir uns einen Mietwagen genommen. Ist immer ein bisschen spannender, wenn man selber durch die Gegend cruisen kann, als wenn man jetzt sich einfach in so einen, ich sag mal, Touribus setzt und in einer Reisegruppe mitfährt. Deswegen, das machen wir lieber auf eigene Faust. Naja, ein paar Fotos vom Wasserpark und so weiter werdet ihr wahrscheinlich auch sehen. Hier vorne schon das Hotel. Da müssen wir jetzt gleich rechts auf den Parkplatz fahren.
gar nicht gebraucht. Und dann da. Dazwischen einfach. So. Wir sind am Hotel, müssen noch nicht weit laufen. Perfekt. Ja, dann war die erste Fahrt mit dem Mietwagen und dann ging es an den ersten Tag auch schon nach Waterworld in Aya Napa sozusagen. Großer Wasserpark, 18 Wasserrutschen insgesamt, auch nicht ganz günstig das Ganze, muss man sagen. Ich glaube, pro Erwachsener über 40 Euro, ein Kind irgendwie die Hälfte, ist schon eine ganze Menge. Aber es wird einem was geboten, man sollte wirklich die Zeit nutzen, möglichst früh da sein und dann möglichst spät wieder abhauen. Hier seht ihr so ein bisschen so ein paar Dekofiguren, wo man sich mal fotografieren kann. Aber insgesamt, ja, muss man sagen, sind unsere Kinder natürlich, gerade die Kleine definitiv, aber auch der Große noch ein bisschen zu klein für viele Rutschen. Aber trotzdem konnte ein bisschen Spaß haben. Und es gibt unterschiedliche Attraktionen, wie hier seht ihr einmal Waterworld, da nochmal kurz eingehakt. Da steht The Wave Pool Party, die war natürlich wirklich sehr, sehr überschaubar. Er hat immer groß Werbung gemacht, Achtung, jetzt ist wieder Wellenzeit. Ja, und dann waren die Wellen gefühlt für 3 Minuten an und dann war es wieder eine Stunde aus. Naja, okay. Aber wie gesagt, unser Sohn hat auf jeden Fall Spaß. Unterschiedliche Geschichten kann man da so auch machen. Einfach übers Wasser rüber balancieren mit Hilfe von dem Seil. Und Wasserrutschen, wie gesagt, einige haben wir getestet, aber natürlich nicht alle. Das wäre dann auch zu viel gewesen. Trotzdem macht es auf jeden Fall Spaß. Ja, und wieder on Tour waren wir. Ja, wieder on the road. Und sehen hier vor uns fahrend. Ich weiß nicht, ob ihr es genau verstehen konntet. Der Eismann. Tatsächlich fuhr sozusagen da in der Region so ein Eiswagen regelmäßig längs. Der ein oder andere GTA-Spieler wird vielleicht noch wissen, kennt vielleicht diesen Sound. Also wenn man mit so einem Wagen vorfährt, Musik anschaltet, kommen die Käufer. Wobei in GTA kaufen sie nicht Eis, da kaufen sie andere Geschichten. Aber egal, will ich nicht weiter darauf eingehen. Ist ein Spiel sozusagen, für die, die es nicht kennen. Grand Theft Auto. Ja, gibt schon ewig, habe ich früher auch viel gespielt. Und dementsprechend, das ist genau diese Eiswagen-Melodie. Der fährt zum Strand, macht seine Musik an und die Leute strömen dahin und kaufen Eis. Und im Hintergrund habt ihr vielleicht gehört, unsere Tochter war das auch, hatte das gesehen. Oh, Eismann. Und Shelly natürlich. Der hat die Verfolgung aufgenommen. Aber dann ist er leider abgehoben. Ja, Shelly mucksch. Aber es gab dann Slash-Eis sozusagen am Strand. Und dabei ist es nicht geblieben, denn auch dort gibt es diesen Themen. Eisladen Hans und Gretel, Hänschen und Gretel, ich weiß gar nicht genau, wie der da genau heißt. Da gibt es Eissorten in unterschiedlichster Sorte, selten so teures Eis gegessen. Eine Kugel, 2,40 Euro, glaube ich. Zwei Kugeln gab es dann für 4,50 Euro oder so, ich weiß nicht genau. Alle Achtung. Aber gut, hat man mal gemacht und einmal im Urlaub ist es dann auch okay. Ansonsten gab es dann ja, einfach ein Eis aus dem Supermarkt so ungefähr oder halt vom Buffet im Hotel. Da war dann ja auch Eis soweit mit drin, aber hat gut geschmeckt. Weiter haben wir unterschiedliche Regionen besucht. Hier mal so ein bisschen so eine kleine Klippe, eine Schlucht. Drops Cave, keine Ahnung, so eine Höhle teilweise. Muss man so ein bisschen runterklettern an einigen Bereichen. Vorsichtig natürlich, gerade auch wenn man mit den Kindern unterwegs ist, da ist nichts gesichert. Da ist kein Zaun oder irgendwas Fallschutz. Also man kann im Zweifel 10, 15 Meter runterfallen und dann könnte es ärgerlich werden. Sozusagen. Aber trotzdem auch eine schöne Region, das Ganze mal gesehen zu haben. Ja, von daher haben wir es mit angeguckt. Taxis? Nein, das sind keine Limousinen. Taxis sehen da tatsächlich fast alle so aus. Wenn wir so ein bisschen dran überlegen, ja, warum, wieso, weshalb, bla bla. Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte natürlich vermuten, gerade in Aya Napa ist ein Party-Hotspot. Und es wird da wahrscheinlich so häufig vorkommen, dass mehr Leute mit dem Taxi fahren wollen als standardmäßig oder für Familien. Und hast du nicht gesehen, ist natürlich so eine Karre echt gut. Und das war jetzt keine Ausnahme, dass die Autos da rumstehen, diese Limousinentaxis würde ich sie nennen, sondern die sind überall auf der Insel und in allen Formen und Farben und unterschiedlichen Baujahren. Alles Mercedes und eigentlich auch immer E-Klasse. Ja, dann haben wir noch Museum besucht. Bisschen was für Kultur, Geschichte, keine Ahnung. Alassa Museum ist auch in Aya Napa, alles direkt da vor Ort. Von daher bot sich das an und das war recht günstig. Ich glaube 8 Euro kostete der Eintritt, die Kinder haben nichts bezahlt. Und mal ein bisschen was zu sehen gab es auch, ein bisschen alte Boote. Skelett auf dem Boden habt ihr gerade gesehen, große Muscheln, ach, Mondfisch, Haie und wie auch immer. Das alles so ein bisschen in Modellbau, ne? Das sind keine echten ausgestopft oder was auch immer, sondern das sind Modelle. Das ist allerdings ja wohl echt.
ein großer Hummer oder ein Krebs. Ja, insgesamt Naturkundemuseum kann man sagen, mit ein bisschen geschichtlichen Hintergrund und so ein bisschen historisch, was man da so gefunden hat in Zypern, wie alt die Geschichte teilweise ist, auch da in Zypern. Auf jeden Fall, ja, doch ein Abstecher wert. Vor allem, wenn man sowieso gerade dann in der Region ist, dann mal für 2-3 Stunden durchs Museum läuft und dann ja, hat man sich Strand auch wieder verdient. Ja, dann haben wir noch eine Kirche besucht, lag auch so ungefähr auf dem Weg, nur durch Zufall. Die Stühle sind da ein bisschen anders komisch, also nicht wie bei uns man so kennt, so Sitzbänke, sondern jeder hat so einen komischen Stuhl und die Höhe, ich habe das nicht mehr verstanden, vielleicht stehen die da auch alle, man kann die hoch und runter klappen, die Sitzfläche, sehr, sehr komisch. Aber auch mal gesehen, ne? Unser Sohn wollte gerne noch eine Kerze anmachen, hat er gemacht und ja, eingesteckt. Ja, kommen wir schon fast zum Ende des Urlaubs. Wir haben nicht nur Melonen gefunden, auch am Wegesrand war ein ja, geil gefüllter Zitronenbaum. Da haben wir uns Zitronen abgepflückt. Und was kann man daraus Schönes machen? Natürlich fürs abendliche Getränk nutzen. Sieht saftig aus. Man kann auch sagen, wir hatten ein paar Zitronen im Rucksack reingepackt. Als wir den aufgemacht haben wieder im Hotel, kam einfach so ein frischer Zitronengeruch entgegen. Wahnsinn, macht einfach einen riesigen Unterschied, ob wir das hier bei uns im Supermarkt kaufen oder ob man es frisch vom Baum pflückt. Ne? Oh, dann gab es ja sozusagen Getränk. Meistens haben wir uns abends dann, ja, wie auch in dem Roomtour-Video schon erwähnt, ne, haben wir uns abends dann noch auf die Terrasse gesetzt und noch ein Getränk getrunken. Manchmal hatten wir eins aus der Bar mitgenommen, aber häufig hatten wir dann auch da ja, was Ordentliches getrunken, in Anführungsstrichen. Und das war schon. Vor allen Dingen, ne? Schon fast eine halbe Stunde rum. Das war unser Chauffeur praktisch, der hier Flughafen-Transferfahrer. Er hat uns abgeholt, das war auch der gleiche, der uns wieder weggebracht hat. Ich glaube, er hat sich gemerkt, dass wir ihm am Anfang kein Trinkgeld gegeben haben. Auf dem Rückweg mussten wir die Koffer selber reinpacken. Aber egal. Angekommen am Larnaca International Airport, ging alles sehr, sehr gut. Flug rechtzeitig, pünktlich, warm in der Luft. Flug, alles gut, keine Turbulenzen. Ging ziemlich zügig von der Hand in Hamburg angekommen. Das sehen wir gleich noch. Und ja, ich sage nochmal vielen, vielen Dank für euren ganzen Support, liebe Leute. Denn für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, ihr wisst, ihr seid auch, ne? Dank euch können wir uns das sozusagen hier erlauben, auch mal so eine Reise zu machen. Vielen, vielen herzlichen Dank für euren Support. Und ja, in Hamburg wieder angekommen, war es das Ganze hier von dem Video. Und wir hoffen natürlich auf weitere schöne Reisevideos in den nächsten Monaten, /Jahren. Mal schauen, wo es uns denn so noch hin verschlägt. Von daher, vielen, vielen Dank. Bis ja, zum nächsten Mal. Ne? Und bis.